Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem April 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein April gestalten möchte, was er für dich bereithält. Was wichtig und ausschlaggebend ist, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was aber eventuell auch am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im April. Der Schütze sieht rot. Handlungsbedarf. Vergangene Events, vergangene aktive Handlungen deinerseits werden überdacht. Du fragst dich, was war die Ursache? Feierlaune, du möchtest hinaus in die Welt, du möchtest socialisen, du möchtest wieder unter Leute. Ein wichtiger Mensch, dem du begegnest, gut möglich traute Zweisamkeit, muss aber nicht. In Sachen Liebe sein. Wanderungen ausschlaggebend und eine Urlaubsplanung. Die Zahl 35 ausschlaggebend, Querzahl 8. Wow. Ja, traute Zweisamkeit. Und die Ursache. Etwas wiederholt sich, aber etwas darf sich manifestieren, etwas darf zur Vollendung gebracht werden. Feuerwerkskörper, prickelnd, traumhaft und eine neue Vision. Bei manch einen von euch kommt die Kreativität durch. Ihr sucht, sie sagen, nach neuen Auswegen, euch auszudrücken, euer Innen nach außen zu kehren. Gut möglich durch etwas Neues mit eurer Kreativität. Ein Terrarium. Bei den Schütze-Damen ein rosafarbener Lippenstift. Ja, die Lippen. Also, der April, ihr habt 5 Themenkarten. Der April wird kreativ, er wird humorvoll, er wird erotisch, er wird anziehend und ursachenforschend. Sehnsucht bei manchen nach Lippen oder Lippenbekenntnissen eines Menschen. Doch Sehnsucht ist nur ein Konstrukt des Egos. Schauen wir uns eure Hauptenergie an im April, die euch begleiten wird. Wie wunderbar. 2 Karten. Ja, gegensätzlicher könnte es nicht sein. Das Toxische, die Versuchung, aber auch die Sonne. Das bedeutet, liebe Schützen, dass das, wo ihr versucht, die Ursache zu erkennen, das wird erkannt. Die Gewohnheiten, die ihr loswerden möchtet, werdet ihr los. Und sie sagen Toxic Habits in Between, im Zwischenmenschlichen,
Auch dort könnt ihr zu Erkenntnissen erlangen. Auch dort könnt ihr, sie sagen, ein bestimmter Schütze steht zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Menschen. Sie sagen, entscheidet euch für das leichtere Gefühl. Verknotungen auch ausschlaggebend. Ein Knoten oder irgendetwas sehr, sehr fest verschlossenes, das ihr nicht aufbekommt. Der Knoten kann physisch sein, kann aber auch energetisch für alles stehen. Um den 19. April herum wird sich dieser Knoten lösen dürfen. Zwischen dem 8. und dem 15. April ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch genau beobachtet, in die Wahrnehmung geht und erkennt, wo ihr denn immer mit dem Kopf durch die Wand wollt. Da kann es sein, dass ihr ein bisschen, ja, leider so ausgedrückt, aggressivere Stimmungsschwankungen habt. Auch dort bitte auf respektvollen Umgang achten, soweit es möglich ist. Ein Löwe lässt nicht locker. Ein Löwe möchte euch ganz und gar für sich gewinnen oder behalten. Manch ein Schütze mag schon recht entnervt sein, doch auch dort bei aller Liebe, bei allem Respekt. Kommunikation ist der Schlüssel. Dann am 26. April gibt es einen sehr, sehr angenehmen Tag. Dieser Tag ist sehr heiter, sehr fröhlich. Und auch dort kann jemand kennengelernt werden. Dieser jemand, ihr seid von diesem jemandem ganz angetan und vollkommen bezaubert, denn dieser jemand kann wunderbare Worte, Sätze bilden und euch mit ihrer oder seiner Sprache richtig bezirzen. Doch wisst, euer Eroberungsdrang wird entfacht, denn dieser Mensch ist nicht so leicht zu haben, wie es scheint. Beginnen wir mit dem Tarot. Der April wird sehr bewegt, insofern, dass ihr sehr, sehr viel Austausch online haben werdet. Via SMS oder via E-Mail, wie auch immer, irgendwelche Chats. Hier war ein Flipper, glaube ich. Ah ja. Ja, und dieser Austausch, die Basis ist die Liebe. Die Basis ist das Absolute. Doch irgendwie bereitet es euch Kopfzerbrechen. Und ich sage euch warum. Weil entweder ihr oder euer Gegenüber vergeben ist. Oh la la. Und wie war das in den vergangenen Monaten, lieber Schütze, wo es doch ein berufliches neues Angebot gab, eine Chance, ein Impuls. Seid ihr diesem gefolgt? Oder war es euch nicht gut genug? Denn da können jetzt ein bisschen Reue und schlechtes Gewissen aufkommen.
dass ihr dies so leichtfertig abgesagt habt. Ihr hofft auf eine neue Chance. Doch ganz unverhofft, nämlich in dem Augenblick, der für euch in keinster Weise stimmig ist, kommt das Luftzeichen. Und das Luftzeichen stellt Bedingungen. Fast Schuldvorwürfe. Doch, lieber Schütze, du wärst kein Schütze, wenn du nicht Pfeil und Bogen hättest. Es geht darum, dass du mal nicht schaust, was die anderen so von dir wollen, wem du wann, wie, wo gerecht werden kannst oder meinst zu sollen, sondern es geht jetzt mal darum, zu schauen, was willst du eigentlich? Wir machen weiter im Extended. Bis gleich. Ciao.